Ein schreckliches Moin Moin, liebe Freunde da draußen, und willkommen zurück zu Let's Grusel Guild Wars Prophecies. Ja. Die Untoten haben Löwenstein erobert und es ist ein Paradies für Gruselschrecken und unheimliche Gestalten gemacht. Ah, Halloween ist ein toller Feiertag. Sehr lustig. Ja, wir sind zurück in Löwenstein. Haben unsere Reise von Asklon hierher endlich geschafft. Überstanden, die Flüchtlinge sind in Sicherheit. Wir sind in Sicherheit. Doch wissen wir ja noch aus der letzten Mission, dass der Frieden nur ein kleiner Trugschluss ist. Denn auch Kryta wird von einer Gefahr bedroht. Hallo. Kostümschneiderin, interessant. Hallo. Ja gut, okay. Wenn du nicht mit mir reden willst. So. Ja, okay, alles klar. Wir sprechen mal mit diesem Untoten hier. Na, magst du mir mal kurz die Hand geben, Kumpel? Hast du doch eine Hand? Du hast jetzt die Hand. So nah. Verdammte Axt. Guten Tag. Ihr seid hier genau richtig. Ich habe die Waren, falls ihr etwas Gold habt. Wie kann ich euch helfen? Du könntest mir die Quest geben, würde ich sagen. Hört mir zu. Ich stecke in der Klemme. Ja, das sehe ich. Könntest du mal was essen? Ich habe versprochen, eine Ladung Kräuter zu der neuen Siedlung Askalon zu liefern. Aber mit all den Tengu auf den Straßen ist es niemandem gelungen, mit der Lieferung durchzukommen. Ich habe einen Neffen in der Löwengarde, der mir hätte helfen sollen, aber dieser Tu-nicht-Gut ist nie da, wenn man ihn braucht. Na, ihr wisst schon, was ich meine. Was sagt ihr dazu? Ihr seht aus, als könntet ihr euren Mann stehen. Könntet ihr wohl diese Kassette für mich zu Hauptmann Greywind in die Siedlung Askalon bringen? Ich kümmere mich drum. Ja, es gibt eine Siedlung Askalon. Askalon, Alt-Askalon, Siedlung Askalon. Askalon macht verdammt viele Veränderungen durch. So, jetzt muss ich erstmal herausfinden, wer hier Questgeber im Sinne von normaler Questgeber ist und wer nur Questgeber für die Halloween-Quests ist. Der Mond ist so cool. Das ist übrigens eine Löwenstatue, falls man das nicht auf Anhieb erkennt. Das ist hier die Mähne, ne? Hier die Pfote. Was haben die jetzt davor geklebt? Hallo, ich spreche gleich mit dir. Sieht aber auch geil aus, ne? Oh, hier guckt das an. Ja, da haben sich die Wegner nochmal so ein bisschen ins Zeug gelegt. Lecker Suppe. Und der Turm erinnert mich irgendwie so ein bisschen an Sauron. Fehlt nur halt dieses markante Auge da drinnen noch. Zai Shen Speer. Nee, eher so nicht. Kantanischer Fährkapitän. Nee, auch irgendwie nicht. Puh. Tja. Die haben deinen Schädel vorgeknallt. Hallo, hi. Hi, hi. Also, die Kryptaner wissen, wie man Feiertage feiert, würde ich sagen. Schon faszinierend. So, nee, da hinten mit dem katanischen Fährkapitän und da das Boot, da kann man andere Dinge tun. Guten Tag. Wenn mir nicht alles täuscht, sieht sie tatsächlich so aus. Also sie ist immer ein Geist, das liegt jetzt nicht nur an Halloween. Könnte mich aber auch täuschen. In Kanta gibt es ein Sprichwort. Okay, nee, also ich war gerade ein bisschen verwirrt, aber gut, die Quest ist hier. In Kanta gibt es ein Sprichwort. Möge der Himmel auf eure Bedürfnisse achten. Ich werde mich um eure Nöten kümmern. Ich verspreche euch, dass meine Händler alles in ihrer Macht Stehende tun werden, damit ihr kaufen könnt, was euer Herz begehrt. Okay, ich glaube, sie ist doch ein normaler Mensch, kein Geist. Ich habe mich gerade erinnert, dass der Fährkapitän hinten ja auch ein... was war der? Ein Etin? Ich schon wieder vergessen. Auf jeden Fall, der war ja auch verwandelt. Was möchtet ihr diskutieren? Der Weber von Nebo. Der Barbier von Sevilla. Diese Kryptaner machen nur Schwierigkeiten.
Ich habe mich so angestrengt, den armen Handwerkern im Dorf Nebo zu helfen. Die einzige Gegenleistung, um die ich gebeten habe, war eine kleine Menge Leinen, um meine Unkosten zu decken. Ich habe meinen Teil der Abmachung erfüllt. Sie haben mir aber nur minderwertige Ware gegeben, die ich nicht verwenden kann, und meine Boten weggeschickt. Ich frage mich, ob ihr mir wohl einen Gefallen tun und dann Zar den Weber informieren könntet. Richtet ihm aus, dass ich Vernunft walten lassen möchte. Versichert ihm, dass wir bestimmt zu einer Übereinkunft kommen werden, wenn er einwilligt, sich mit mir zu unterhalten. Ich werde für euch mit Danzar dem Weber sprechen. Schrei doch nicht so. Warum müssen Frauen immer schreien? Ich verstehe das. Die schreien immer, bei jeder Gelegenheit. Löwengardist Figo. Seid gegrüßt, Zephira Inferno. Ihr werdet bereits erwartet. Komm ja, ist mir ganz egal. Das wollen wir nicht machen, diese Quest. Nein, nein, nein. Also zu dieser Quest könnt ihr gehen, zu Löwengardist Figo, wenn ihr in eine andere Kampagne reisen möchtet. Es gibt ja insgesamt gibt es 4 Guild Wars Kampagnen. Guild Wars Prophecies, Factions, Nightfall und Eye of North. Und es ist möglich, zwischen den einzelnen Kampagnen hin und her zu reisen. Jede Kampagne spielt auf einem eigenen Kontinent und zu diesem Kontinent kann man halt reisen. Und um dahin zu kommen, muss man halt eine Quest erfüllen. Hallo, du siehst ja auch sehr, sehr schnicke aus. Armin, der Fremdenführer. Woran denkt ihr gerade? Erstattet dem weißen Mantel Bericht. Ah, willkommen in Löwenstein. Euch haben die weißer Mantel-Justiziare also auch Asyl gewährt. Der weiße Mantel herrscht über dieses Königreich, falls ihr das noch nicht bemerkt haben solltet. Falls ihr euch also länger hier aufhalten wollt, solltet ihr euch offiziell anmelden. Nicht weit westlich von der Stadt an der Dalesio-Küste gibt es eine Baracke. Sprecht mit Mantelritter Karia. Er wird euch weiterhelfen. Ich glaube, das ist die Primärquest. Jawohl. Ey, knurr doch nicht so rum. Gut, dann sehen wir einmal weiter. Hallo, Mary's Daughter Nero. Also hier gibt es verdammt viele Quests, aber das sind irgendwie alles Halloween-Quests, die wollen wir jetzt nicht machen. So, hier ist ein Wächter des verrückten Königs. Den können wir übrigens einladen. Das ist ein Nekromant Stufe 12 und Gefolgsmann. Ich kann übrigens auch den Wächter des verrückten Königs hinten einladen. Da haben wir einen Nekromanten Stufe 12 als Gefolgsmann. Und den könnten wir theoretisch auch noch einladen. Oh, da können wir den auch noch einladen. Haben wir noch irgendwo jetzt einen Sechsten hier rumgammeln? Nee? Nur 4 Stück. Komm schon, noch irgendwo soll einer sein hier. Ja, wir haben 4 von den gleichen Gefolgsmann. Hallo, Len Kaldoron. Habt ihr das Erdbeben gespürt? Nein, haben wir nicht. Das ist wieder so eine. Wir gehen eine andere Kampagnenquest. Die wollen wir es auch nicht machen. Wir konzentrieren uns ganz allein. Ich hoffe, dass mich meine Mutter nicht zusieht. Naja. Für Halloween ist das, angebracht. Das ist schon in Ordnung. Na, in Guild Wars Prophecies wollen wir uns auch nur um Prophecies kümmern. Wir wollen keine anderen Kampagnen besuchen. Das machen wir alles separat. So, aber Weiser Malakir müsste theoretisch noch eine Quest für uns haben. Sogar eine sehr interessante, wenn mich nicht alles täuscht. Sterbliche kennen mich unter dem Namen Magier Malakir. Ich habe mich mit neuen Methoden des Erwerbs von Fertigkeiten befasst. Eine solche Aufgabe fällt jemanden wie mir natürlich äußerst leicht. Allerdings fehlt mir eine Zutat. Vor langer Zeit brachten ein paar Magier wichtige antike Tafeln aus Or hierher. Sie wurden in einer Provinz im nördlichen Kreta vergraben, sodass ihre Magie, die sie umgebende Erde einging. Ich sandte Dorfbewohner dorthin, um die Tafeln auszugraben, doch leider fanden sie nur magische Wesen aus Ton.
Ich glaube, dass diese magischen Tonkreaturen Scherben der orianischen Tafeln enthalten. Ich brauche eine Heldin wie euch, um diese Kreaturen zu besiegen und die Scherben der orianischen Tafeln darin zu bergen. Bringt mir 5 dieser Scherben, damit ich meine Forschung fortsetzen kann. Ihr werdet diese Aufgabe doch sicher übernehmen. Aber sicher. So, du da oben bist eingespinnt. Da haben wir noch Gardist. Ach, wie heißt er nochmal? Ach, Wachführer Sergio, genau. Ach. Hallo, ja. Wenn deine Mutter dich mal so sehen könnte. Ich muss mich auf die Augen und Ohren anderer verlassen. Sagt, gibt es etwas, worum ich mich kümmern sollte? Ja, und zwar um Menlos Bitte. Menlo, der Mönch, der uns in ein paar Quests mal begleitet hat? Ach, ihr seid es, Zephira Inferno. Menlo hat schon überall nach euch gesucht. Anscheinend hat er einen Brief mit beunruhigenden Neuigkeiten bekommen. Einen Brief von einem alten Freund aus Kanta. Er hat mich gebeten, diese Quest einfach zu ignorieren. Galras Abscheulichkeit. Ja gut, es gibt noch 3 weitere Kampagnen neben Prophecies. Wir haben alle 3 Kampagnen übergreifenden Quests gefunden. Sehr gut. Galras muss aufgehalten werden. Wenn er an die Geheimnisse gelangt, die im Turm des Zauberers am Kessex-Gipfel eingeschlossen sind, die Götter seien uns gnädig, dann... Seien uns gnädig, jetzt weiß ich. Dann weiß ich nicht, wem wir in der Löwengarde noch trauen können. So viele von jenen, die ich über jeden Tadel erhalten wähnte, sind ihm noch immer treu ergeben. Ich brauche einen Außenstehenden, um Galras zu finden und seine Machenschaften ein Ende zu bereiten. Nur ihr habt eine Chance, ihn zu besiegen. Wir bekommen dafür jede Menge. Man kann das gerade nicht sehen. Er ist kein weißer Mantelmitglied, sondern ein Soldat. Ja, also er ist ein Mann, auch jünger, aber auch gut gebräunt. Ja, und trägt auch eher so eine etwas eher schlichtere Lederrüstung, kann man sagen. Also nicht so wie die meisten Mantel da mit ihren bösen Stahlrüstungen. Denn er gehört zur sogenannten Löwengarde. Ja, was ist jetzt die Löwengarde? Es gibt hier in Kryter quasi... Um genau zu sein, 2 verschiedene Fraktionen. Fraktionen, hör. Factions, yay. Ah, erstmal gehen wir die Provinz Nordkreta raus aus dem Halloween-Trubel. Jubeltrubel-Heiterkeit, das ist ja nicht auszuhalten.